Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch das hier gefallen, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt auch gerne das Video. Und wenn ihr mich auch im Livestream sehen wollt, dann checkt doch den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Dort kommt ihr auf meinen Twitch-Kanal. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item-Shop an. Und heute haben wir die Spin-Skins wieder im Shop. Waren schon eine etwas längere Zeit, glaube ich, nicht mehr drin. Aber jetzt auch keine Ewigkeiten. Dazu noch die weibliche Version Arachne mit dem Langbein-Backpack. Dann die Netzfetzer-Spitzhacke, die reaktiv ist. Ich glaube, mit den Schlägen werden die Augen hier im roter. Weiß ich aber auch nicht ganz genau. Und dann gibt es dazu die Flugweber-Gleiter. Als nächstes haben wir den Zuki-Skin, dann die Kupferwespe als männliche Version, heftiger Hieb, die Spitzhacke dazu und dann die Stachellackierung. Dann haben wir noch die Spielzeugtrooper, ursprünglich waren die ja mal wirklich komplett grün und da konnte man eigentlich einen kaum sehen oder es war zumindest relativ schwierig einen zu sehen, wenn jemand im Gras stand und deshalb haben die eben halt solche braunen Flecken hinzugefügt, damit sich das etwas mehr abhebt. Dafür haben die noch einen weiteren Stil zu bekommen, zwar den roten Stil. Ursprünglich gab es nämlich nur grau und grün. Als nächstes haben wir dazu noch die Mensch-Version. Hat genau die gleichen Stile. Sieht auch sehr, sehr ähnlich aus. Und dann bekommen wir nochmal für 400 V-Bucks drei verschiedene Lackierungen, die zwar an sich relativ ähnlich aussehen, aber eben halt in drei verschiedenen Farben einfach sind. Auch wieder grün, grau und rot. Als nächstes haben wir dann hier die Einsatzleiterin mit noch dem ohne Kopfbedeckung und Maske-Stil und dann noch dem grünen Stil. Hat man vier verschiedene Kombinationen, wie man das Ganze tragen kann. Ist auf jeden Fall ganz nice. Dazu gibt es dann das Signalknoten Backpack, das auch reaktiv ist und es ändert die Farbe abhängig vom Schaden, den du an Gegnern verursachst. Also wird es dann immer, diese Anzeige, die da im Prinzip ist, wird dann immer weiter gefüllt, umso mehr Schaden man eben halt hinzufügt. Dann haben wir noch den Speer. Als nächstes die Fraktalpunktlackierung. Dann haben wir noch 8-Bit Beat. Ich glaube, das ist die gleiche Musik wie in diesem Minispiel, was es manchmal gab. Zum Beispiel beim Schwarzen Loch Live-Event konnte man ja währenddessen dieses Minigame zocken und da war eben halt genau die gleiche Musik. Dann haben wir noch den Zuckerrausch-Emote. Und als letztes kommen noch. Das war's dann mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.